Meinst du, kommt gut, während Praktikum einen Stream anzumachen? Oder ich habe bei meinem Praktikum eine 5- bekommen. Also von mir solltest du auf jeden Fall keine Tipps bezüglich Praktikum einholen. Soll ich euch mal ganz kurz sagen, Chat, was bei mir im Praktikum passiert ist? Ich hatte 3 Wochen Praktikum, 2 Wochen davon war ich krank. Und der Lehrer kommt ja halt einmal immer so dahin. Und meine Lehrerin ist sage und schreibe 3-mal dorthin gekommen. Und ich war 3-mal nicht da. Und ich habe mich 3-mal nicht abgemeldet in der Schule. Also ich habe halt nicht angerufen und habe nicht gesagt, dass ich nicht da bin. Ich war aber halt krank, ich bin nicht hingegangen so. Ne? Ich habe aber auch nicht Bescheid gegeben. Ich bin die Schule dann wieder gegangen und dann hatten wir das erste Mal wieder Povi und irgendwie bei Povi hatte ich dieses Praktikum. Die Lehrerin hat zu mir gesagt, wieso ich nicht hingegangen bin. Dann habe ich gesagt, ich bin krank. Dann hat sie so gesagt, ja, ich komme dahin und du bist nicht da. Das hat mich richtig abgefuckt. Dann habe ich gesagt, ja, hätten sie doch mal angerufen, bevor sie kommen. Und dann war sie richtig sauer auf mich. Sie hat gesagt, was? Wie redest du? Du musst ja dich abmelden. Kann ja wohl nicht sein, dass wir uns nach dir richten. Ja, die hat das richtig ernst genommen. Die ist richtig ausgerastet. Aber, Digga, ich habe doch recht. Wenn du kommst, dann ruf doch vorher an. Ich gehe doch auch nicht irgendwo hin zu Besuch und ruf davor nicht an. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, ruf doch vorher an. Dann gibt es das Problem nicht. Da hat sie gesagt, nein, du musst anrufen, wenn du nicht da bist und dies und das. Alles schon gut. Ich wusste schon, okay, sie will mich rasieren. Dann gab es auch noch, kennt ihr, man musste so Präsentation machen zu seiner Praktikumsdings, ne? Naja, wäre ich dein Chef und du würdest 3-mal 4 Minuten dich zu melden, hast du keinen Job mehr. Nein, bei meinem Job, also bei meinem Praktikum habe ich mich ja abgemeldet, aber ich habe halt nicht die Schule angerufen. Jetzt passt auf, ich gehe in die Schule und wir müssen halt präsentieren. Welche Klasse? 9., glaube ich, 9. Klasse. Praktikumsbericht, ja, Mann, endlich. Ich musste meinen Praktikumsbericht und eine Präsentation dazu halten. Und ich habe Praktikum bei DM gemacht. Fragt nicht, warum. Ich habe Praktikum bei DM gemacht. Jetzt auf ernst. Ich habe bei der Präsentation gesagt, sie saß da hinten so, sie hat zugehört, dies, das, ganze Zeit. Und ich habe dann irgendwann so gesagt, abschließend, ich war schon fertig, abschließend würde ich allen Männern nicht raten, bei DM zu arbeiten, weil das ganz klipp und klar ein Frauenjob ist. Bruder, die Hölle ist durchgebrochen. Die Hölle ist losgegangen. Bruder, sie ist aufgestanden, hat dieses Ding gegen den Tisch gehauen. Ich werde mich das nie vergessen. Ich habe das doch gar nicht schlecht oder böse gemeint. Also ich habe das mit keiner schlechten Absicht gesagt. Sie ist richtig durchgedreht, hat ihren Klassenbuch, dieses blaue Buch, hat sie auf den Tisch gehauen. Ist nach vorne gelaufen, hat geschrien, raus! Und ich wusste gar nicht, was abgeht, was ich gemacht habe. Die hat mich angeschrien auf 1 Zentimeter. Also das war ich. Und sie stand hier und hat mich angeschrien. Wie kannst du das sagen? Das ist vollkommen respektlos. Dies, das, so 1000 Sachen. Und ich so, ich muss mich übel... ich war eh immer so einer, ich konnte mich nicht zusammenreißen. Ich fand immer, ich musste immer lachen in so Momenten. Und ich habe so übel gegrinst. Und dann lacht er auch noch, dies, das. Bruder, ich wusste nicht, was abgeht. Ich wollte nur meine Präsentation zeigen. Das ist safe eins der verrücktesten Sachen, die ich erlebt habe mit Melonenbaum-Story. Das waren so safe die 2 verrücktesten Stories, die ich hatte. Aber Bruder, das war krank. Also auf jeden Fall habe ich 5- bekommen. Und noch einen Eintrag in mein Zeugnis wegen dieser Sache. Melonenbäume. Ich war im Biologieunterricht. Komm, erzähle ich auch kurz. Ich war im Biologieunterricht, das geht schnell. Ich war im Biounterricht und ich war im Bio richtig schlecht. Ich hatte immer 5, 6 geschrieben. Ich habe mich immer irgendwie auf eine 4- auf dem Zeugnis gerangelt im Bio. Und habe auch sofort abgewählt, als ich Bio fertig hatte. Wir hatten so Thema, das war 7. Klasse. Die hatten so vorne so Blätter von Bäumen. Und ich habe mich nie gemeldet. Und ich habe dann einmal meinen Sitznachbarn, habe ich gefragt, ey Bro, bitte sag mal, was ist die Antwort darauf? Dann hat er mir das gesagt und es war 1., 2. Stunde auf dem Mittwoch oder so. Ich melde mich, die Lehrerin freut sich voll, die denkt sich, boah, Fuki meldet sich das erste Mal. Die Frage ist, sie hat so ein Blatt in der Hand, sie sagt, von welchem Baum ist das? Es gibt ja so verschiedene Bäume und von welchem Baum? Ey, ich habe gesagt Melonenbaum, weil mein Sitzkamerad hat gesagt, es ist ein Melonenbaum. Und auf Ernst, ich habe in dem Moment nicht nachgedacht. Ich habe mich gemeldet, ich habe gesagt Melonenbaum und sie hatte sich auch noch voll gefreut und sie hasst mich aber. Also meine Biolehrerin hat mich gar nicht gemocht. Ganze Klasse lacht sich kaputt. Ich drehe mich so um, mich so, du Kleiner, da habe ich natürlich auch gesteckt, da habe ich auch gelacht. Danach sie ist ausgerastet, Bruder. Ich musste eine ganze Stunde vor Dings, ich musste Türklinke runterdrücken. Von der anderen Seite vom Klassenzimmer. Ist diese Geschichte wahr? Nein, die ist wirklich wahr. Bruder, wie willst du denn so eine Geschichte dir ausdenken, bitte? Ich meine es ernst, es ist wirklich genau so passiert. Auf Ernst. Ey, ich habe auf jeden Fall crazy Sachen habe ich erlebt in der Schule, muss ich sagen. Meine Schulzeit war richtig geil. Muss ich sagen. Er hat auch Leute... Ich war früher kein guter Mensch. Erzähl noch eine Story. Ja, die Gebüsch-Story gibt's halt, ne?
Bruder, ich hatte einen sehr guten Kollegen, also es war einer meiner besten Freunde. Er hatte einen kleinen Bruder. Der war immer dabei überall, okay? Und Bruder, ich bin so auf dem, ich war so im Klassen, also es war Pause und ich war einfach draußen auf dem Schulhof. Und wir hatten so geile Sitze und hinter dem Sitz war so voll Busch, so perfekt, so mit, so richtig schön gemacht und so, ne? Und Bruder, da war der Junge, der kleine Bruder von meinem besten Freund mäßig. Ich hatte richtig Bock, ihn einfach so von seinem Bank zu schubsen. Es war nicht böse gemeint, also wirklich, es war nicht böse gemeint, es war einfach nur eine instinktive, lustige Entscheidung. Das war, glaube ich, auch 7. Klasse oder so. Ich dachte mir so, wird bestimmt lustig. Ich hab so, ey, wie geht's, dies, das, gut, dir, dies, das. Und er war 5. Klasse, so neu gekommen auf die Schule, weil ab 5. war ja Dings und so. Wirklich ganz entspannt nur so gemacht. Einfach nur auf Joke. Er ist in diesem Busch gefallen, hat angefangen zu weinen. Und ich dachte es nicht. Ich hab's nicht ernst gemeint. Ich hab gelacht. Und ich hab mein Ding gemacht, so, ne? Dann sind wir weitergegangen. Ich hab mir eine Brezel geholt, so dies, das. Bruder, auf einmal nächste Stunde. Ich sitze im Unterricht, Schulleiterin kommt rein und ich denke mir so, ja, okay, also man denkt ja nicht, die Schulleiterin kommt wegen einem rein. Man macht ja manchmal so irgendwelche Ansagen, kommt zur Lehrerin oder so. Die kommt rein und sagt, gibt's hier einen Furkan? Und das war eine neue Schulleiterin, weil die Schulleiterin davor kannte mich schon. Die war neu, die kam neu, ich komme in der Woche oder so. Gibt's hier einen Furkan? Ich würd ihn gerne mal sprechen. Ich laufe raus, sag, komm mal mit mir ins Büro. Ich gehe ins Büro. Sie sagt einfach, warum hast du den Unterstufen... Und der Typ ist anscheinend Unterstufensprecher. Ich wusste das nicht. Warum hast du den Unterstufensprecher gehändigt? Irgendwie so ein Wort. So ein besonderes Wort einfach. Nicht geschlagen, geschubst, irgendwas. So ein besonderes Wort. Ich sitze da so, ich sag so, wen? Unterstufensprecher? Wer ist der Unterstufensprecher? Ich wusste nicht, ne? Auf jeden Fall habe ich dann so gesagt, das ist ein Kollege, also das ist der beste, von meinem besten Freund, der kleine Bruder. Ich habe nur Spaß gemacht. Sieht so Spaß aus. Sieht so Spaß aus. Und das, in dem Moment kam er rein. Er weint. Er weint einfach. Und ich hab's nicht verstanden. Er hat gepetzt. Warum petzt er? Wir haben doch jeden Abend gechillt. Ich hab tausendmal mit ihm gezockt, alles. Wieso hat er geweint und ist zur Direktorin gegangen? Auf jeden Fall habe ich natürlich wieder ein Lachflash bekommen, weil ich das nicht ernst nehmen konnte. Das war so auch noch eine lustige. Ich hab voll viel erlebt, Bruder. Ich hab auch so Sachen erlebt. Ich hab wirklich krank viele Sachen erlebt. Ich muss aber wirklich sagen, ich hab persönlich, also ich war sehr erfolgreich in der Schule. Also meine Noten waren immer richtig gut. Ich hatte aber eine Zeit, und das ist auch vielleicht eine Sache an euch, ich hab mich nicht benommen. Ich war richtig schlimm, Chat. Lehrer hat geredet, ich hab einfach so, ich war einfach Klassenclown, Bruder. Ich glaube, das war das Problem. Ich hab einfach den Lehrer so unterbrochen und so, das ist auch nicht cool. Also jetzt natürlich mit meinem jetzigen Dings finde ich das gar nicht lustig. Man war einfach jung und ich war sehr lange jung. Ich glaube, ich hab das erst so ab der, ich glaube wirklich auf Ernst, erst so ab der 9. Klasse, 10. Klasse bin ich irgendwie normal geworden. Ich fand damals, Bruder, ich bin zum Fußballplatz, wir hatten Fußballplatz auf dem Pausenhof. Ich bin zum Fußballplatz gegangen, hab immer einen Ball mitgenommen und hab mit dem Ball auf Leute gezielt und wollte so Flugbälle in so Mengen reinspielen. Und ich hab das gemacht, aber warum? Ich fand das einfach lustig damals. Ich war richtig cool, ich hab mich mit niemandem verstanden. Ich war richtig unsympathisch, Chat. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich kann heute nicht mal mehr sauer werden, ich kann mich gar nicht streiten. So, das funktioniert nicht mehr. Aber Bruder, früher war das anders. Wir haben Wrestling gespielt mit meinem Cousin. Aber wir haben richtig ernst gemacht, bis abklopfen und so. Ich war ein verrückter Typ. Irgendwann hat mich, die beste Entscheidung des Lebens hat mein Vater damals getroffen. Er hat mich beim Kampfsport angemeldet. Und dann, ehrlich gesagt, ab dem Zeitpunkt ist das so ein bisschen runtergegangen. Weil dann war ich bei Kampfsport, ich glaube, ich habe dann alles da rausgelassen. Und dann, Bruder, bin ich der gemäßigste Mensch aller Zeiten geworden. 5 oder 6 Jahre Kampfsport habe ich gemacht. Also Kampfsport, so für Selbstverteidigung, beste Sache für Selbstverteidigung ist die beste Dings einfach abhauen. Einfach immer Stress vermeiden, Bruder. Also lieber wegrennen, auch wenn das viele werden jetzt sagen, das ist nicht männlich und so, das ist totaler Quatsch, Bruder. Auf der Straße, wenn euch irgendwas passiert, versucht abzuhauen. Also Bruder, weil du weißt ja auch nicht, was der Gegenüber dabei hat und so, das kommt ja auch noch dazu. Aber ich habe schon dingstechnisch echt katastrophale Sachen gemacht, auch in der Schule, ja. Also wie gesagt, ich bin nicht stolz auf die Dinge, ne, versteht das nicht falsch. Ich verstehe auch nicht, warum ich damals so war. Für mich, Bruder, ich hatte damals, also ich sag euch ehrlich, ich hatte damals auch etwas schlechte Zeiten, sehr oft. Also so Schulzeit war ein bisschen merkwürdig, Bruder. Ich habe so manchmal auch so krass Scheiße gebaut, dass ich fast von Schule geflogen wäre und so. Ich war ja keiner, dem das egal war, von der Schule zu fliegen. Checkt ihr? Ich habe immer etwas gemacht und habe dann im Nachhinein mir gedacht, boah, scheiße, Alter, warum habe ich das gemacht? Also ich war sehr gut in der Schule. Das war auch der einzige Grund, warum ich es, glaube ich, geschafft habe. Das denkt man gar nicht bei dir, dass du so warst. Ja, safe. Bruder, ich kann mir ja selber nicht erklären. Das ist dann das Harte. Ich kann ja nicht mal selber erklären, warum ich so war. Aber wie gesagt, keine coolen Sachen, auf gar keinen Fall. Und ich würde euch allen auch empfehlen, auch alle, an alle, die jünger sind. Ihr habt alle eine jugendliche Zeit und dann ist vielleicht auch normal, dass man ein bisschen unbekümmerter ist und so. Aber vergisst immer nicht, Leute, dass ihr aus eurem Leben was machen wollt. Ja, Oberschule fand ich richtig geil.
Als ich dann Bio abgewählt habe, Chemie abgewählt habe, so ein paar Fächer, die ich nicht gemocht habe, Französisch abgewählt habe, so, danach war Schule richtig geil. Ich hatte schön Mathe 5 Stunden die Woche, LK, das war so geil. Ich hab das geliebt, einfach im Matheunterricht zu sitzen und so. Oder ich musste auf Klassenfahrt in Sylt. Wir waren eine Woche auf Sylt. Ich musste die ganze Woche die Cafeteria sauber machen. Wisst ihr warum? Das erzähle ich jetzt, komm. Ich erzähle das einfach. Wir mussten um 7 Uhr morgens irgendwann aufstehen. Die genaue Uhrzeit weiß ich nicht. Wir mussten irgendwann um 7 Uhr morgens aufstehen oder so. Zum Frühstück halt kommen und so. Und ich bin einfach um, ich glaube, 5.30 Uhr oder so aufgestanden, hab meinen Ball genommen, bin erstmal irgendwie so 800, 900 Meter von unseren Zelten weg, da war ein Fußballplatz und hab einfach von 5 Uhr angefangen Fußball zu spielen, morgens. Und dann ist irgendwann halt so 8 Uhr oder so gewesen, halt nach dieser Dingszeit, nach dieser Frühstückszeit, und dann kam irgendwann der Lehrer zurück und hat gesagt, wo ich war, also mäßig, dass ich ja zum Frühstück kommen muss und was ich da draußen so mache und dass das ja nicht okay ist und so. Und ich wusste aber nicht, dass ich so lange gespielt habe. Ich dachte, ich spiele ein bisschen, komme zurück und gehe zum Frühstück, aber wir mussten ja Handys abgeben und so. Heißt, ich hatte keine Uhr. Und dann, so frech wie ich war, habe ich so gesagt, ja, woher soll ich denn wissen, wie viel Uhr es ist, wenn ihr uns unsere Handys wegnimmt? Ja. Daraufhin musste ich ab in die Cafeteria. Aber der Lehrer, der am strengsten zu mir war, und das war der Typ wegen Cafeteria, der hat mich das allererste Mal Foki genannt. Und das war auch derjenige, der zu mir gesagt hat, ich werde mein Abitur niemals schaffen. Er hat das so oft gesagt, weil ich nie Hausaufgaben und so, ich war immer so faul bei sowas. Und dann habe ich mein Abi bei ihm, ich hatte meine mündliche Abi-Prüfung bei ihm, und er hat zu mir gesagt, er ist stolz darauf, wie gut ich den Bogen noch bekommen habe in der Oberstufe. Ich muss aber sagen, ich hatte, in der Schule gab es natürlich immer unschöne Momente, aber so overall, wie gesagt, blicke ich sehr gerne so auf die Schulzeit zurück. Was hältst du davon? Geld sparen im Schuhkarton, Hartz IV kassieren, noch zum Amt in den Mustern kommen.